Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode, der Fluss, funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Okay. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Okay, wenn meine... Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Thomas Zanes Schriften und sein Assistent. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Okay. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte.
Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben, bis ins Mark verseucht, alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Die Brüder gefallen mir. Wo müssen wir hin? Da lang. Haben wir schon gelesen. Was ist eigentlich, wenn wir da lang gehen? Das ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, da ist aber eine Seite drin. Und ein Fernsehgerät. So. Okay. Ist ja nicht verboten, sich ein bisschen umzusehen. Kommen wir hier durch? Ja, natürlich müssen wir hier durchkommen. Da ist noch eine Thermoskanne. Später ein bisschen Hilfe, der Sturm wird, du weißt schon, den Ausflug. Es ist ja ein Albtraum. Und für dich gibt es kein Erwachen. Du kannst einen Albtraum nicht verletzen, denn alle Träume sind nur Einbildung. Sie finden nur in deinem Kopf statt. Und wenn du aufwachst, gibt es sie nicht. Also darfst du nicht aufwachen, denn ich habe jetzt das Sagen und ich will nicht verschwinden. Mein Albtraum ist, dass die Publisher-Leute was beitragen wollen, damit sie sagen können, sie hätten was beigetragen. Dann gibt's plötzlich Fokuhilas, weil die Fokuhilas lustig finden. Aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen sie es Fokuhila-Time, weil die Umfragewerte sagen, dass die Fokuhila-Time der Bringer ist, um bei der Zielgruppe voll einzuschlagen. Und das meinen die ernst. Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die wollen, dass alles von den Figuren bis zu den Toastern redet. Die ganze Zeit. Und seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Die halten nicht mehr die Klappe. Und auch die Autoren halten nicht mehr die Klappe, weil sie auch Gefühle haben. Und ich muss ihnen zuhören, weil sie keine Angst vor mir haben. Und alle sollten einfach nur die Klappe halten. Klappe halten. Aber ich sehe keine Albträume mehr, denn ich mache denen zu viel Angst. Ich nehme jeden Morgen 2 Pillen und eine zu jeder Mahlzeit. Das macht mich zum schlimmsten Albtraum von allen. Okay. Hier kann ich rausgehen. Hallo, ich habe gesagt, ich kann rausgehen. Danke. Wer ist das? Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartmann wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartmann, gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Nein, gar nicht gut. Ich schätze, ich packe dann besser mal ein. Der Sturm ist fast hier. Sehen Sie sich das an. Ich wäre nur höchst ungern heute Nacht draußen. Okay. Auch zu. Okay. Hier geht's nicht lang. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. So. Noch irgendwie. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Ist ja gut, dann gehe ich zu meinem Zimmer. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Ja. Ist da ein QR-Code? Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Da ist ein QR-Code. Okay, und weil ich jetzt ein neugieriger Mensch bin, werde ich jetzt mein Handy nehmen, meinen QR-Code-Scanner öffnen und gucken, was der QR-Code ergibt. Ich werde ihn euch wahrscheinlich nicht in die Kamera, aber ich werde ihn... Gucken wir mal, Search.
Okay, warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja. QR-Code. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Verbindung öffnen. Okay, ich gehe mal ganz kurz aus dem Spiel raus. So, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, aber ich versuche es einfach mal. Okay, man erkennt das Spiegel... Nein, das ist nicht spiegelverkehrt. Das da war hinter dem QR-Code. Ich kann es ja vorlesen. Constipation that looks painful. Ups, Handy umgefallen. Wenn ich es nicht vergesse, dann füge ich das auch nochmal ein in die Folge. Aber so, ja. Okay. Ist ja einfach ein QR-Code. Alles klar. Wollen wir uns weiter umsehen. Hier ist zu. Da ist noch eine Thermoskanne. Eigentlich ist das ja schon echt eine geile Aussicht. Wobei ich ehrlich gesagt nicht da hinten wollen, nur weil ich verrückt bin und so. So, hier ist ein Generator. Hartman hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Okay. Wir müssen... Also ist die wahrscheinlich unten, Lane. Ah, das ist der mit den Bildern. Anderson. Ah, hier stimmt, hier waren wir vorhin. Okay, hier ist das Zimmer von Rick. Wir haben die 1. Soll das irgendwas heißen? Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey, Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wie komme ich hier raus? Wir werden untersuchen. Ah. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Nimm dein Schicksal in die Hand. Dort bewahrte er sie auf. Das ist mein Sturm. Ich bin drin. Das muss in Hartmans Büro gehen. Ich wollte aber noch in diesen einen Raum. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby. Anscheinend kann ich da nicht hin. So. Das öffnen, ja. Hier. Alter, sind die Bilder gruselig. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Guck mal. Mord lässt Hartmann im Stich. Hartmann war nicht glücklich. Mord konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmanns Plan. Okay, hä? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Aber zumindest geht's mir gut. Die Bilder sind nur super gruselig und... Achso, ich musste die Bänder. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich... Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein,
kann ich mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken, redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier, selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme.